Guck mal. Spielzeugtestern. Wir sind jetzt bei Karls Erlebnisdorf. Genau, und hier ist nämlich jetzt ein Winterwunderland und hier steht eine Ziege und wenn man an der vorbeigeht, ich glaube dann, oh, sie meckert schon. Die ist gar nicht echt und meckern tut sie trotzdem. Ah. Viel Spaß. Viel Spaß. Und könnt ihr den mega coolen Rutschenturm da sehen? Der ist mega hoch. Und Hanna rennt schon vor, die kann es nicht abwarten. Geht auf. Dabei wollte ich noch gar nicht rein. Wir müssen erstmal zur Kasse. So, wer kennt noch solche Tankstellen? Ich kenne die tatsächlich noch aus meiner Kindheit. Wir müssen zur Kasse als erstes. Hast du überhaupt gesehen, dass da eine Erdbeereisautobahn war? Ihr seid so schnell vorgerannt. Erdbeereisautobahn? Ja, aber da können wir vielleicht nachher einmal reingehen. Mama, da ist die Kasse. Oh, wow. Ja, Papa nimmt jetzt erstmal einen Plan. Nehmen Sie einen Plan. Damit wir einen Plan haben. Schön geschmückt, ne? Ja. Da. Guck mal nach oben. Ah, wir nehmen anderen. Erinnerst du dich an die ganzen Kaffeekannen? Was siehst du hier? Erdbeeren. Erdbeeren, nur noch mehr Erdbeeren. Alles, was mit Erdbeeren zu tun hat, findet man hier. Hier fahren überall so kleine Dinge rum. Torten oder was? Nee, Seifenküche steht da. Der räumt auf. Damit er sich da hinstellen kann. Guck, willst du mich? Wir haben es mitten im Winter und was ist Hanna? Ein Schokoeis. So, Hanna spachtelt hier die ganze Zeit und ich habe gedacht, was isst sie denn da? Und schmiert sich das hinterher in die Haare. Marmeladenbrot isst du. Schmeckt das denn? Ja. Guck mal, jetzt gibt es Erdbeer-Vanille und sogar Blaubeere. Ja. Also wenn es etwas hier genug gibt, sind es Marmeladen. Alle selbst gemacht. Alle selbst gemacht. Oh. Erdbeerliesel. Das ist der Kollege, den du eben gesehen hast, ne? Oh, Hanna, ein bisschen vorsichtig. Das ist alles Glas und Porzellan hier, ne? Ist richtig auf den Grund. Ja, aber vorsichtig, ne? Der ist echt mega hoch. Trick 17. Da hängen extra Seile runter. Hoch ist wahrscheinlich einfacher als wieder runter. Gleich macht's Bummel, Bums, Bums, Bums. Hast es fast geschafft. Guck mal. Die Schuhe sind jetzt wieder kalt. Geht's denn? Ich glaube, du sollst da nicht nochmal hoch. Hallo. Hi. Hi. Soll ich von hier gucken? Hallo. 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 Hi. Wir sind auf jeden Fall jetzt im Erlebnis-Aquarium. Schuppen, schuppen. Geht's in die Katakomben hier unten. Oh, wow. Da ist ein Auto. Ein Auto mit den Karpfen zusammen. Ist ein bisschen gruselig, oder? Hallo. Nee, da. Hi. Da oben. Da. Mach bloß deine Karte nicht nass, sonst nimm lieber die andere Hand. Ich habe keine Karte. Ach so, okay, ich nehme die andere Hand. Und? Wie fühlt er sich an? Glitschig sind die. Da unten schwimmt ein Goldfisch. Ja. Aber die Karpfen sind zutraulicher. Da kommt er. Da kommt er. Hi. So. Es kommt einer, Hanna. Er kommt zu dir. Er kommt zu dir. Und wie war das? Da kommt wieder einer. Hier ist einer. Hanna fliegt das mal ins Becken rein. Hast du gesehen, dass sie ein Klo haben? Ja. Eine Toilette. Eine Toilette. Und guck mal, da schwebt der. Die Klobürste. Und selbst unten da in diesem Klobürstenhalter liegen. Erdbeeren. Oh, wow. Hammer. Hammer.
Was machst du da? Das ist irgendwie gruselig. Hier ist aber noch ein Scheiß. Okay, nicht dagegen donnern. Kriegen wir ein Küsschen? Nein. Kein Küsschen für uns heute. Guck mal. Alle verstehen. Doch. Hallo? Hallo? Hi! Kommst du doch zu Hannah? Ist so süß. Den hab ich auch. Oh, der sieht schön bunt aus, der da jetzt kommt. Bitte schön. Und dann rauf. Ist gut? Versuch da oben irgendwo abzusteigen und dann, genau, und dann ziehen. Genau, zieh. Aber so, dass du noch aufspringen kannst, ne? Okay, so, Schnucki, lass weiter. Hier! So, für Hannah, die sperren wir jetzt hier im Tobeland ein, okay? Krieg gleich die Jacke in die Hand gedrückt. Und hier unten gehören die Schuhe hin. Oh mein Gott, warst du das gerade? Ja, so sein Ernst. Ja, so schnell geht das. Jetzt sind wir hier oben angekommen. Jetzt rutsche ich mal. Darf ich? Gut. Und los. Ich versuche es mal an der Schnauze festzuhalten. Das ist ja cool. Guck mal, die dicken Marienkäfer da. Was sind das? Da. Ich dachte, das wären Magnete, aber das ist irgendwie... Der ist wie bei uns im Hotelzimmer, ne? Der war nur nicht ganz so groß. Wenn alles im Kopf ist, 30 Minuten länger brauchen wir einfach nicht. So, und jetzt geht es auch schon rein in die Gläser. Sie sehen auch, das ist immer ein kleiner Kraftakt hier bei uns, auch wenn es bei uns nicht so aussieht. Aber trotz alledem haben unsere Töpfe ein Gewicht von ca. 10 Kilogramm. Und da wir nicht nur einen Topf, sondern einige Töpfe miteinander kippen, ist es doch schon eine große Leistung. Und Sie sehen auch unsere tollen Töpfe mit der schönen Ausfülltülle. Das war auch unsere eigene Erfindung. Und wie ich finde, hat es unser Schmied einfach super umgesetzt, damit wir auch sauber, ordentlich und effektiv arbeiten können. Wäscht sie gleichzeitig, falls noch ein Tropfen daneben gegangen sein sollte. Das Handarbeit passiert natürlich auch, keine Frage. Und Sie sehen auch sehr schön, wie Mädels und Jungs werden die Bilder wieder auf dem Kopf. Welches ist deins? Der Erdbeertraum? Okay, Vorsicht, dass du nicht kleckerst, ne? Lecker! Ich möchte jetzt meine eigene Schokolade machen. Ja, guck mal, was hier schon liegt mit Erdbeerpop. Popcorn mit Nüssen. Was möchtest du hier? Das sind Kaffeebohnen, Schnucki. Mhm. Oh, das heißt Kinderspaß. Das sieht so aus, als könnte es dir schmecken. Wo steht denn das mit den 5 Euro? Um die Ecke rum ist das. Okay. Kann ich meine eigene Schokolade machen? Ja, kannst du machen. Ja? Ja. So, hier wird jetzt Hannas eigene Schokolade gemacht. Oh, okay. Bei der Schokolade haben wir einmal dunkel, Vollmilch, weiß und Erdbeeren. Da kannst du auch mischen, wenn du möchtest. Also Vollmilch. Ja. Vollmilch, Schnucki? Ja. Vollmilch? Also
nimmst die Schokolade, gibst sie hier rein, ja, dann nimmst du die Zutaten und dekorierst, okay? Dann bist du klopfen, dass alles gut verteilt ist und dann bei mir abgeben. Ah, und das macht sie dann da an dem Tisch, oder genau. Wie? Ah, okay. Dann kann sie dann auch alles benutzen, was da steht. Ah, alles klar. Danke. So, hier kann Hannah jetzt. Erst die Schokolade musst du da reinschütten, ne? Ja. Setz mich nah neben dich, genau. Vorsichtig diesmal. Kannst du mal von der anderen Seite auskratzen? Ja. Warte, Papa kratzt mal. Genau. Oh, da kommt noch mehr. Und da ist es noch viel mehr. Ja, und hier auch noch mal rüber, genau. Und dann müssen wir die gleich aufklopfen, damit das überall reinkommt. Ja, warte. Volle Konzentration hier. Und ich sehe schon, da stehen auch noch Schokostreusel. Ja. Das ist der, der am wenigsten noch was drin hat. So. Was ist das? Puderzucker wahrscheinlich, ne? Nee, das sieht nach Mehl aus oder Vanillezucker. Ach so. Oder so. Boah. Soll ich das machen? Probier mal ein Stück Erdbeere, Hanna. Die ist süß. Getrocknete Erdbeere. Papa, gemeint zu dir. Boah, da passt gar keine Schokoladenstreusel mehr drauf. Vorsicht, dass du auch triffst, ne? Der gehört mir. So, und dann, wo bringen wir, bringen wir das denn wieder dahin? Ja, ich denke schon, ne? Und nachher kannst du es hier dann wiederholen. Hanna steht jetzt hier am Grapschautomat und versucht, eine Erdbeere rauszukriegen. Welche? Okay, geh runter. Und jetzt. Oh. Und jetzt Attacke. Oh, oh Hanna! Geh nochmal. Ja. Ja, versuch einfach. Nee. Daumen hoch und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr zwei weitere Videos anschauen.